So. Herzlich willkommen zurück. Wunderbar. Jo. Natürlich jetzt doof gelaufen, dass das Spiel abgestürzt ist, aber zum Glück hat das alles gespeichert. Von daher hält sich das alles so ein bisschen in Grenzen. So, beim letzten Mal war ich ja eigentlich... Ja, alles, was ich hier gesammelt habe, muss ich neu machen. Deswegen, ich will einfach mal den großen Baum erklimmen, weil ich keine Ahnung habe, was hier drin ist. Von daher einfach mal gucken. Dann machen wir den ganzen Kram halt nochmal. Das macht nichts. Ist ja alles zum Glück gespeichert gewesen. Och Mann. Ich weiß nicht, was hier oben ist, weil ich habe das selbst noch nicht probiert. Sonst würde ich wahrscheinlich wissen, wie das funktioniert, wie man hier hochkommt. Von daher. Ja. So. Ich versuche hier natürlich jetzt wegen dem Absturz hier so schnell wie möglich hochzukommen. Wahrscheinlich ist genau das der Grund, warum ich hier wahrscheinlich länger brauchen werde. Och! Oh, Mädchen, bitte! Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Hier, okay. Gut, das ist, wenn die Kamera nicht so schnell will. Ist bestimmt... Ja, ja, komm, ich weiß. Tut bestimmt Aua, wenn ich hier runterfalle. So, ich könnte natürlich jetzt hier rüber, aber ich will ja noch die Münzen haben. Diese Münzen, die halten sich ja Gott sei Dank in Grenzen. So, wo muss ich denn jetzt lang? Hier. Boah. Alter. Boah. 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 Wenn hier nichts Besonderes ist, dann gibt's aber eher. Oh. Boah, Mädchen. So, ganz ruhig jetzt, ganz ruhig. Na, okay, okay, okay. Nein! Boah. Alter, das ist mies. Wenn du bei so einem Pilz hier irgendwie runterfällst, dann war's das. Dann geht's abwärts. Oh. Timer habe ich gestartet. Super. Sowas kann ich mich jetzt aber nicht kümmern. Ich brauche meine volle Konzentration. Oh, Kleine, du bist der Hammer. Oh, Mädchen, super. Ich kann ja auch kein Safe State oder so benutzen, weißt du, wenn du runterfällst, bist du halt am Arsch. Boah, kann ich nicht irgendwie zwischenspeichern hier? Geschenk, oh geil. Take a hike. Oh geil, dieser Schatz könnte zu haben. Oh, wunderbar. Schön. Warte mal, habe ich nicht hier noch so einen Fallschirm? Wo ist mein Fallschirmanstecker? Ich habe doch irgendwo einen Regenschirmanstecker gehabt. Ah, nee, habe ich nicht. Scheiße. Ich glaube, die Kohle hatte ich nicht. Bauchklatscher. Super. Aua, das hat wehgetan. Aber hat sich gelohnt. So, jetzt will ich noch mal gucken, ob wir hier noch irgendwo was finden. Hallo. Natürlich, ich bin ja auch neu.
You know, I haven't seen a solid metal like yours for a long time. Ja, du hast schon lange niemand mehr gesehen wie mich, ist klar. So, wunderbar. Ich komme ja auch nicht raus. Ohne unsere Maske. So, hier brennt es nicht mehr, aber hier können wir auch nicht mehr... Können wir hier rein? Ja, aber hier ist nichts. Okay. Ich guck mich einfach mal hier ein bisschen um gerade. Okay. Da oben ist noch irgendwas. Der Typ ist scheint hier gefangen zu sein. Oh, ist er tot? Nee, so weit würden die hier, glaube ich, nicht gehen. Obwohl die Kleine ja auch im Keller Leichen versteckt. Da ist ein Boot auf dem Baum mit dem Regenschirm. Yay! So, wo will ich denn überhaupt lang hier? Da könnte ich hoch. Da gibt es bestimmt auch was zu finden. Geht's hier weiter? Nö, ne? Kannst sagen, was du willst, aber die Kleine ist fix. Also die ist schwer auf Draht. Könnte kein Mario besser. So, jetzt bin ich hier oben. Das bringt mich jetzt wie weiter? Gut. Da hoch müsste ich. Hier geht's aber auch weiter. Nee, ist nur so ein kleiner. Okay. So, machen wir hier die Glocke mal an. Gut. Komm von da. Das bedeutet, wir müssten hier schon irgendwie lang. Nein, ich habe einen Doppelsprung vergessen, ich Idiot. Warte mal, von da kam ich doch. Hier muss ich hoch. No, ernsthaft. So, wo ist denn hier noch so ein verrückter Einwohner? Hier muss auch irgendwo einer in der Nähe... Da. So, komm mal her, Mr. Elch. Mach mal Aua. Mach mal kaputt. Gerade noch mal. So. Super, das Geschenk wollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Wenn es das Geschenk war, was ich im Kopf hatte. Ansonsten... wo bin ich denn noch lang? Ich will diesen Zeitrift entdecken. Ich weiß, glaube ich, auch so einigermaßen, wo der sein könnte. Bin mir zwar nicht 100% sicher, aber ich nehme jetzt einfach mal die Zeit, um das herauszufinden, aber ich glaube, der ist da irgendwo. Böse Spinne, böse, böse. So, jetzt gehe ich hier lang. Okay, da oben ist noch ein... So, jetzt muss ich warten, bis unsere Maske wieder bereit ist. Natürlich nicht runterfallen, Leute. Es tut sich die Kleine weh, das wollen wir ja nicht. Ein gruseliges Garn, okay.
habe ja gesagt, wir wollen hier nicht runterfallen. Von daher muss ich das immer so Stück für Stück machen. Oh, super, hier ist noch ein Herzchen. Ich brauche nur eins. Ich brauche nur eins. Och, Mädchen, nein, nicht drei. So, okay. Ist die Frage, macht das Sinn? Ich dachte, ich könnte hier... Na doch, passt schon. So. So, das Ding müssen wir auch irgendwie kaputt machen. Dann, keine Ahnung, was mit dem los ist, aber... Das hat nichts mehr gebracht. Okay. Alles klar. Dann ist das aber so. Ah ja, stimmt, die waren ja die Feuergeister. Ist das nicht aktiv? Och nee, ich wollte doch da hoch. So, Maske nachladen. Keine Zeit verlieren und hier hoch. So, das hat mich jetzt... Ach so, ja. War das hier? Ich glaube allerdings, es war eher bei der Plumpsklo-Station. Ich gucke mich aber trotzdem nochmal um. Erstens kriegen wir da ein bisschen Kohle. Zweitens tut das jetzt nicht weh. Vor der habe ich Schiss. Bei denen weißt du echt nie genau, was abgeht. Okay, dann war das hier doch nicht. Ich habe gedacht, das wäre hier gewesen, aber... Doch, da ist der Zeitriff. Super, doch, hat mich mein Gewissen nicht getäuscht. So, ah, der Filzstift geht auch langsam leer. Ja, ich hatte mir mal vor Jahren mal so einen Filzstift gekauft. So ein paar. Und ja, die mache ich jetzt gerade ein bisschen leer. Oh, super. Nein, halt dich doch fest, Mädchen. Egal, ich will mich über die Kleine eigentlich nicht beschweren. Was man nämlich sagen muss, ist, dass sie das echt gut drauf hat hier. Checkpoint, super. So, oh, Kekse. Om, nom, 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 nom. Kleiner hat Hunger. Mädchen, so viele Kekse machen dick. Ist egal, ich mag Kekse haben. Na gut. Ich kann leider keine Frauenstimme machen. Aber, ach, wer sagt denn, dass du keine Frauenstimme machen kannst? Ja, ich. Diese Stimmen... Spezialitäten habe ich einfach nicht drauf. Boah, das sind Riesenkekse. So, ist jetzt die Frage, möchte ich nach links oder nach rechts? Ich glaube, das ist relativ egal. Gut. Yo. Gut. Finde ich cool. Aber wenigstens noch ein Checkpoint. Oh, super. Die Maske muss ich mal ausziehen. Das ist nämlich ein bisschen gruselig. So, was haben wir denn hier? Erstmal was zu trinken. Oh, neuer Hut. Oh, wie cool. Marienkäferarm. Oh ja, das nehme ich. Sprinthut. Oh, super. Ja. Ja, ist mir egal, ob da ein seltener Sticker aufgetaucht ist. Ich find's cool. Oh je. Der Akku von meinem
Timer ist fast leer. Muss ich den mal schneller ans Dingsbums stecken? So. Ja, das war jetzt gerade. Oh, das ist, oh, wie, oh, wie cool. Das ist schön. Jetzt wahrscheinlich die Hino, die Sakura und die Konchi gehen jetzt erstmal in den nächsten Laden, holen sich so ein Haarband und hauen das mit ganz vielen Ansteckern dran. Und da freut sie sich. Ich habe nichts gedrückt, das hat die automatisch gemacht. Versprochen. So, sonst ist hier nichts mehr. Dann wollen wir noch mal. Hm? Was sagt denn der Timer? 15 Minuten, das passt. Das Zeitstück. Alles klar. Zeitstück, Zeitstück, Zeitstück! Meins! Warte kurz, Kleiner, erinnerst du dich da daran, wie der alte Auftraggeber seinen Kopf verloren hat? Das war kein Unfall. Er fiel ab, nachdem er seinen Nutzen für mich verloren hat. Und rate mal, wer auch seinen Nutzen verloren hat. Richtig, du! Nun, da das besessene Plumpsklo mich nicht mehr belästigt und all deine Verträge abgeschlossen sind, brauche ich dich nicht mehr. Ach ja, du hast doch nicht möglich gedacht, dass du die Zeitstücke behalten kannst, oder? Sie sind in meinem Wald gelandet, Kleine. Sie gehören mir. Ey! Der hat mir meine Hüte geklaut, du Arschloch, du Lümmel. Klau mir doch nicht meine Hüte. Zeit, dir zu zeigen, was ich wirklich drauf habe, Kleine. Sag auf Wiedersehen zu deinem kleinen Kopf. Ja. Kannst du nicht der Kleinen einfach das Haarband klauen? Das macht man nicht! Oh, du... Jetzt müssen wir denen zeigen, was die Kleine drauf hat. Habe ich nochmal einen Regenschirm? Ja. Aua. Das war ein teurer... Du wartest bestimmt darauf, dass ich mich blau färbe, oder? Sorry, Kleine. Blau steht mir nicht. Das macht mich wohl unbesiegbar, oder? Ach, wie schade. Du elender Lümmel. So, der wirft jetzt blaue Flaschen nach mir. Nicht genug, wie wär's mit 1000? Yo. Boah. So. Zu viele versuchen wir es mit einem. Na komm her. Hä? Ach so. So. Ja, komm, zwei... Aua, das ist mies. Schau dich an, du siehst aus wie ein Trottel. Ich finde, die Kleine sieht nett aus wie ein Trottel, oder? Oh ne, die Kleine ist am Arsch. Noch ein Treffer und wir sind tot. Aua. Och nee, gerade wo sie das aufgehoben hat. Och Mann, oh. Oh, der Kampf ist übel. Aber die Musik ist geil. Ja, komm. Feuer frei. So, jetzt muss ich aber echt aufpassen. Ja, ja. Pipapo, blau steht hier nicht. Mal sehen, wie dir das hier passt. Die Kleine kann alles anziehen, finde ich. Alter entsprechend natürlich. Ja. Komm, wer kann die Kleine nicht lieb haben? Ja, ja, komm. Versuchen wir es mit einem. Du bist echt unhöflich, weißt du? Ach Quatsch, bin ich gar nicht. Du bist unhöflich, du Sausack. Boah. Ja, 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 ja. Ihr seht aus wie ein Trottel. Ist Trottel die Mehrform von Trottel? Nee, ne? Der Trottel, die Trottel. Okay.
Och. Ich hab's. Irgendwie hatte ich es im Urin. Ich hab's kommen sehen. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Dafür war der letzte Part ja abrupt abgebrochen. Ja, komm, hol nicht rum. Pipapo, zeig mir, was drauf warst. Pipapo, du bist ein böses Arschloch und geh mich auf den Sack. Verarscht und ärgerst kleine Mädchen. Da ist die Kleine von dem Strahl geblendet. Ja. Aber ich muss mich ja beeilen. Weißt du, mit 1000 trifft er mich nicht. Aber mit 10, glaube ich. Wieso konnte ich das jetzt nicht aufheben? So. Ich warte, bis er mit seinem komischen Verrückten hier fertig ist. Ah, der bricht seinen Angriff also ab. Gut. Ja, da guckst du, du Arschkeks. Hast du mich gerade mit meinem eigenen Angriff gerade blau gefärbt? Ja, hab ich. Das kann nicht zählen, oder? Das kann auch wirklich nicht zählen. Jetzt reicht es, Zeit zu sterben. Jetzt geht er, jetzt hat er aber den flotten Otto rausgeholt. Hä, ich hab doch... Boah. Boah, das war knapp. Ah, das hat wehgetan. Oh, das war knapp. Das war so knapp. Boah, jetzt geht er aber hier. Jetzt lässt er aber die Luzi los. Du Lümmel. Nope, not today. Yo, yo! Aua, aua. Yeah, Boomer! Finde ich geil. Finde ich sehr geil. Vor allem dieses Bling. So, da hinten ist er. Ich fühle mich so schwach. Bitte, hab Gnade. Du hast mit mir auch keine Gnade gehabt. Bitte. Setz dich! Wow. Ich hab dich gerade besiegt, du Arsch. All diese Zeitstücke sind in meinem Wald gelandet. Sie sind mein Eigentum. So, wie wäre es mit einem Deal, junge Dame? Du verschwindest aus meinem Wald. Und wir sehen dich nie wieder. Wie hört sich das an? Nicht gut? Was für ein Jammer. Du hast hier nichts zu sagen. Hier, ich mach's dir sogar einfach. Hau ab. Hau einfach ab. Die folgenden Gebiete des Waldes werden verfügbar sein. Nichts. Hau ab. Bitte, take all your junk und geh weg. Singed. Signated, Entschuldigung. Alles, was du machen musst, ist zu unterschreiben. Ich glaube... Ah, komm, die Kleine hat doch ganz andere Probleme. Mädchen? Stay here and have fun. Be nice. Ja, super. All of it. Be my BF. Oh, super. So einen Tag von der Kleinen würde ich auch annehmen. Du weißt schon, das Verträge so nicht funktionieren, oder? Ich gebe dir eine Chance abzuhauen, Kleine. Keine Tricks dieses Mal. Was, wenn ich dir meine Seele, deine Seele zurückgebe? Haust du dann ab? Nö. Du hast deine Seele zurück. Du fühlst dich erleichtert, fröhlich und nur die übliche Menge an leer. Ich glaube, die Kleine braucht eine Bestfreundin. Ja, nein, hallo, ist jemand da? Warum sagst du nichts?
Du bist nicht gerade sehr gesprächig, oder? Und dazu ein harter Verhandlungspartner. Okay. Ich werde das Angebot für dich versüßen. Super. Das sind jetzt meine. Mehr will ich doch gar nicht. Hier, nimm mein letztes Zeitstück. Sollte ich dich hier noch einmal in meinem Wald sehen, werde ich sehr enttäuscht sein. Ja, jetzt kann es auf einmal so serious sein, ne? Die Kleine guckt ihn immer noch so ein bisschen, wie heißt's, nervös an. Super. Oh, wie wunderbar. So, ich muss mal gucken, ob ich hier überhaupt schon fertig bin. Ein Zeitstück fehlt noch. Hier ist noch ein Zeitriss, den du nicht für das Kapitel freigeschaltet. Hast du den Schatz aufgestellt? Nee, habe ich noch nicht. Stimmt, wir müssen hier noch irgendwo einen Schatz aufstellen. Oh, laggedy lag. Keine Ahnung warum. So, das haben wir das fertig. Zug und Vogel. Sieht aus wie eine kleine Version von Zug und dem Vogel. Nutzen, um zur Arbeit zu kommen. Sind da kleine Vögel drinne? Machen die kleine Filme? Ich habe keine Zeit, um mich mit den kleinen Vogelgesellschaften zu beschäftigen. Gut, wir müssen jetzt irgendwo hin. Irgendwo muss ich jetzt noch so einen Aufsteller finden, wo ich diesen Schatz aufbauen will. Ich bin hier noch ein bisschen am überlegen, wo wir denn sowas finden könnten. Hier. So. Kostet Kohle. Super. Kühe. Ja, das ist typisch. Schatz vom komischen Planeten desinfiziert. Identifiziert. Und hier ist ein Zeitstück aufgetaucht. Super. Gut, aber bevor wir hier weitermachen, bin ich natürlich direkt ganz gerne auch noch hier drin. Zeitriss, das Labor. So, wie gesagt, die Vögel machen Aua. Haben die eine Elvis-Schmalzlocke? Oh, boah, das ist mies. Ist das gemein. Einfach runtergeschubst. Diese Lümmel. Diese Halunken. Ups, nein! Ah, Kamera, du bist mein toller Freund heute. Ja, irgendwie bin ich noch nicht richtig da. Klappt nicht überall so eine... Ey, diese scheiß Vögel, ey, diese scheiß Vögel. Ich bin ja normalerweise gut zu Vögeln. Oh, schlechter Wortwitz, 5 Mark in die schlechte Wortspielkasse. Aber das ist echt, da bist du echt Antivogel feindlich. Hey, bist du gut zu Vögeln, Kleine? Nicht mehr, scheiß Vögel. Die lassen aber auch wirklich nichts mehr aus. Ne? Also hier von wegen mal ein bisschen Money fallen lassen. Oh. Komm, ich werde mich nicht mehr weiter mit dem befassen. Einfach aus dem Weg gehen. Super. Wunderbar. Neue Farbe. Erneut drehen. Nee, die Maske ist gruselig. Komm, nehmen wir mal. Ich glaube, die ist selten. Einwohnermaske. Sieht gruselig aus. Will mal gucken, wie die aussieht. Here we go. What? Spiel? Du! Du hast uns bestohlen! Mustache Girl! Alles klar, ich bin drin. Ich hab's geschafft.
Ich bin erfolgreich in das Raumschiff vom Kind eingebrochen, ohne dem Alarm auszulösen. Ich bin mir sicher, dass sie noch mehr Zeitstücke hat als... dass sie schon mehr Zeitstücke hat als ich. Wo lagert sie die bloß? Ah, ich bin jetzt also das Must-Hatch-Girl. Wir können aber jetzt nichts mit der machen. Also jetzt keine oder so. Die Maschine hat ein seltsames Signal. Okay. Hallo, warum nimmst du keine... Nee. Warum müssen wir jetzt das Must-Hatch-Girl spielen? Jackpot. Jackpot, das hier muss das Lager sein. Dann lass uns mal ein wenig mit Zeit spielen. Ey! Ey! Das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Die Maske sieht so hässlich aus. Da finde ich den Haarreif schöner. So, hier ist ein neues Zeitstück aufgetaucht. Zeitriss lila. Okay, das ist also hier. Ich weiß, glaube ich, in etwa, wo das sein könnte. Ich probiere es einfach nochmal. Wie gesagt, die Parts hier bei Halt and Time mache ich ein bisschen länger. Können wir ruhig mal so zwischen 30 und 40 Minuten machen. Ah, das ist der Jump-Hut. So. Also irgendwo, wo Eis ist. Das war meines Erachtens nach oben. Aber ich will hier trotzdem nochmal gucken, ob hier noch irgend, ob ich noch irgendwelche Schätze finde. Oder irgendwelchen Hutgarn. Nee, da bist du falsch gelaufen, Kleines. Gut. Keine Ahnung, wie du das gemacht hast. Save the day. Super. Okay, da war ich schon. Nein! Oh, ich wollte jetzt nicht vom Matsch eingesaugt werden. Deswegen war ich eigentlich ganz froh, dass ich da noch weggekommen bin. Aber das scheint so, als wenn ich da schon gewesen wäre. Na gut. Na gut. Hier habe ich auch schon alles abgeklappert. Ich glaube, jetzt hier auf der linken Seite muss... Mit dir wollte ich nochmal sprechen. Nicht alles, was ich verkaufe, ist wertvoll. Nuschelanstecker mit... Nee, den hole ich mir. Dein Regenschirm rettet dich vor großen Stürzen. Den kaufe ich mal. Der sieht gruselig aus, der Typ. Super. So, was hast du denn sonst noch? 300 können wir uns leisten. Super. X gedrückt halten für eine Laserattacke. Boah, die Kleine geht jetzt richtig ab hier. Ja, Taschengeld ist dahin. Mami, ich brauche neues Taschengeld. Was machst du denn? Ich habe mir Hutsticker gekauft. Yo. Das hätten wir mal gebrauchen können. So, das ist auch ganz gut. Ein Sticker fehlt uns noch. Nehme ich den mal. Ja, der Lasersticker ist zwar ganz nett, aber so richtig brauche ich den ehrlich gesagt nicht. Muss ich leider gestehen. Ich brauche aber den Mischmaschhut. Oh ja! Oh, super! So, lass mich mal ganz kurz... Oh, komm, komm, den ärgern wir. Hm? In seinem Häuschen. Du schon wieder. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich mich beim letzten Mal klar ausgedrückt habe, Kleine. Wir sind fertig. Komplett. Unsere Geschäftsbeziehung ist vorbei. Ich verschwende keine Vorräte mehr an dir. Jetzt verschwind aus meinem Wald. Ja, super. Weißt du, wenn du geschlagen bist, dann kannst du hier... Ich will mal was gucken. Schauen, ob hier vielleicht irgendwas ist. Weil hier scheint es nämlich auch interessant zu sein.
Kann ich das irgendwie... Vielleicht kann ich das mit dem Laser, weil Laser ja eigentlich heiß ist. Nee, bringt nichts. Okay, ich dachte, ich könnte das hier irgendwie aufmachen. So, hier ist eine Kohle drin. Können wir ja gebrauchen. Okay, das bringt nichts. Ich muss hier irgendwo eine Frucht finden, die ich da ganz schnell hinbringen kann. Die Frage ist, wie komme ich da dran? Das interessiert mich jetzt wirklich so ein bisschen. Hier muss auch irgendwo so ein Zeitdingsbums sein. Kann ich das irgendwie hier so? Ja, kann ich. Oh, das ist ein Galgenplatz. Oha. Ohaua. Nee, 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 nee. Galgenplatz ist nicht so schön. Oh, das ist schön hier. Kann ich das nicht irgendwie aufmachen? Nein, ne? Nee, der Laser nervt. Nee, hier kommt der hin, dann kommt hier der Regenschirm hin. Super. War schön hier, war schön hier. War bestimmt nicht einfach. So, wie komme ich denn da hoch? Vielleicht kann ich das irgendwie anders da... Ah, ich glaube, ich weiß wie. Ich probiere mal was. Super, schon wieder einen Schatz gefunden. Ja, wunderbar, hat sich die Hartnäckigkeit gelohnt. Da hinten ist der Zeitriss. Da hinten ist auch noch was. Und hier. Okay, ich kann mich hier nicht hochglitschen. Ach Mist. Okay, das muss getimt werden. Ach, Menno. So, ich muss jetzt hier ein bisschen abwarten. Noch, warum springst du denn nicht zweimal, Mädchen? Kann sagen, was du willst, aber sie sieht gruselig aus. So, noch ein Hutgarn. Ich habe keine Ahnung, wie viel Hutgarne ich habe. Ich habe aber alle Hüte. Fast alle. Einer fehlt noch. Aber ich glaube, den kriege ich später erst. Jo, 13 Stück habe ich. Das passt eigentlich. Den letzten Zeitriss. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich habe nur keine Anstecker für... Cool, ich kann meinen Regenschirm bemalen. Super. So, ich nehme wieder das Haarband. Das ist einfach am schönsten. Finde ich. Also passend zu der... Am passendsten. Obwohl ich den Mischmaschut hier auch brauche. So, da oben ist noch was. Da möchte ich auch auf jeden Fall auch hin. Jetzt brauche ich doch diese hässliche Maske. Ich will nämlich... Wird wahrscheinlich jetzt nichts Besonderes sein hier. Aber... Da oben ist noch ein Geschenk. Und da ist der Zeitriss. Gut, dann will ich mal gucken, wie ich da am besten hinkomme. Mit dem kleinen... Mit der kleinen Klettermaus. Oh, super. Oh, ein Kuchen. Oh, wie cool. So, das bedeutet, ich muss da dran springen. Die Frage ist, möchte ich da schon hin? Die Zeit sagt, jo, aber ich kann ja noch mal herkommen. Kann ich hier drauf? Ja, der Zeitriss macht ja nichts instabil. Der macht ja nur die Zeit irgendwie instabil.
Zeitriss, schläfriger Subkon. Alles klar, hier gibt's also wieder was zu lernen. Wahrscheinlich die Geschichte von der Eiskönigin. 1 von 9 Karten. Ich versuche hier auch wieder alle Karten zu bekommen, aber das kann ich nicht versprechen. Das ist hier, glaube ich, richtig weird, weil du hier jeden Scheiß wirklich extrem krass abgrasen musst. Ich gucke hier überall nach, wo ich langgelaufen bin, bevor ich hier irgendwo... Ja, super. So, einen von diesen Dingern habe ich. Das ist gut. 5 Stück brauche ich. Hier lang muss ich also. Okay. Ist die Frage... Mache ich von dort? Obwohl, da ist auch noch eins. Wir können eigentlich gucken, ob ich da lang so gehen kann. Die sind ja alle am Schlafen, diese Halunken. So, hier ist eins. Okay, das war's. Hier sind auch nicht mehrere. Ich kann hier auch nicht irgendwie hochlaufen. Wenn ich hier runterfalle, ist aus. Ist vorbei. Warum kann ich denn nicht hier... Doch, kann ich. Muss ich es nur genau treffen. Gut, hier hoch kann ich aber nicht. Aber ich kann hier rüber. So, die Flammen hier machen mir erstmal nichts aus. Das ist schon mal sehr praktisch. Ansonsten gibt es hier nichts. Auch nicht hier unten, ne? Gut, den Boden dürfen wir nicht berühren. Das macht aber auch Sinn. Ja, da hat man es gerade gesehen. Okay. Da müssen wir hin. Da gibt es noch was. Cool, die Kugel hat einfach mal alle weggehauen. Herrlich. Nur eins von denen. Ich gucke, ob hier unten noch irgendwas ist, aber das sieht nicht danach aus. Okay. So, wie viel von den Dingern habe ich denn? Sehe ich das? Ja, hier auf der linken Seite. 4 von 9. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Für die erste Ebene. In der Hoffnung, dass es nicht noch mehrere gibt. Ja, kann ich hier rein. So, 2 habe ich. Boah. Du Lümmel. Du Lümmelspinne. Hoffentlich kriege ich hier noch mal ein bisschen... kriege ich hier noch mal ein bisschen Energie. So, die geben nur Rubine. Das brauche ich nicht. Okay. Ich gucke hier trotzdem noch mal in aller Ruhe alles an. Auch hier irgendwie an der Seite oder so ein Geschiss. In der Hoffnung, dass da noch irgendwas ist, aber ich befürchte nicht. So, den habe ich. Ich mag diese Eisskulpturen nicht so wirklich. So, da gibt es noch eine Karte. Ich dachte, da könnte ich mich dran angeln und irgendwo hinkommen, aber dem war nicht so. Ah, das wird mies. Das wird so mies. Ich kann nicht... Ah, manchmal vermisse ich das so. So ein Getränkehalter wie bei Chanté. Oh, ein Herzchen. Super. So, da habe ich alles... Da geht's weiter. Hier gibt's noch einen. Ich bin aber noch nicht fertig.
Wie kriege ich das? Ah, hat geklappt. Super. Ich. Von da kam ich, ne? Da hoch kann ich jetzt auch nicht. Oder? Will ich es probieren? Ich probiere es einfach mal nicht. Okay, hier auf dem... Ja gut, es ist ja ein... Die Zeit ist ja eingefroren. Oh, ist das mies. Kommen die wieder? Ich hoff's. Wenn ich habe... Ah, die kommen nach einer Zeit wieder. Okay. Ich will auf jeden Fall alle Karten haben. Weil ich glaube, hier lernen wir die Dingsbums kennen. Oh, Herzchen. Die Leute hier scheinen doch echt human zu sein. Das war wirklich alles? 7 von 9, okay. Ich habe jetzt nichts weiter gesehen. So, die kann ich aber downhauen. Vielleicht muss ich das sogar machen. Wieso kann ich denn da jetzt einfach lang? So, eins davon habe ich. Ein Herzchen wäre lieb. Ein Herzchen wäre echt lieb. Nee, okay, da kann ich nichts machen. Alles klar. Ich will hier natürlich nicht abstinken, weil ich irgendwas vergessen habe. Geht's nochmal runter, okay. Aber nur... Aha. Aha. Eins? Wie nur eins? Ein großes, schweres Buch mit Titeln Beweis der des ethischen Konsums im Kapitalismus. Die Seiten sind alle leer. Oh, cool, cool. Da haben sie echt so ein bisschen provoziert und mir auf jeden Fall noch ein Herzchen dagelassen. So, 8 vor 9. Bin ich soweit? Will ich hier schon rein? Soll ich hier schon rein? Macht das Sinn? Ich probiere es. Und scheiße. Eins habe ich irgendwo vergessen. Ich weiß noch nicht wo. Gab aber gut Kohle. Naja. Hält sich in Grenzen. Schade, aber gut. So. Naja. Naja. Oh, die Geschichte von Königin Vanessa. Es lebte einst Prinzessin Vanessa mit ihrem Prinzen. Glücklich und zufrieden im Subkornwald. Und die Einwohner waren auch glücklich mit der Prinzessin. Sie schenkten ihr Blumen, tanzten um sie herum. Eines Tages traf sich doch der Prinz mit einer etwas anderen Dame. Sie hatten einen Handschlag vereinbart. Das brach Vanessa, der Prinzessin Vanessa, das Herz und sie wurde traurig. Der Prinz bemerkte, dass Vanessa es gesehen hatte. Doch er wollte eigentlich nur Blumen kaufen für seine Geliebte. Doch Prinzessin Vanessa wollte nicht hören und fragte nicht nach. Traurig über den... über die anscheinbare Untreue ihres geliebten Prinzen rannte Vanessa weg. Sie war sauer und voller Zorn und zerriss das Gesicht ihres Prinzen und ließ ihn aber in ihrem Zorn nichts erklären. Daraufhin verwandelte sich die Prinzessin in ein böses Monster. Durch ihre Verbittertheit verschwand auch ihre Schönheit. Der Prinz wurde von den Wachen gefangen genommen. Doch Vanessa wollte ihm nicht zuhören, als er ihr erklärt hatte, dass das das Blumenmädchen war. Der Prinz wurde eingesperrt und verfiel in der Dunkelheit. Deswegen ist er auch so böse. Ich verstehe. Wisst ihr jetzt, wer das ist? Und hier fehlt das. Ah,
das ist also... Ah, die sind das Pärchen, die... Oh, neuer Remake. Erneut drehen. Neue Farbe. Nehmen wir mal. Hm, warum nicht? Gucken, wie die Kleine jetzt aussieht. Muss ja immer hier manchmal ihre Klamotten wechseln. Das ist ja sonst... Sonst fängt die an zu müffeln. Das wollen wir ja nicht. So sind diese beiden also entstanden. Das ist also nicht der Böse, sondern der Prinz. Naja. Naja. Das ist ganz in Ordnung, aber... Also das gefällt mir ganz gut, sieht aus wie Link, aber das Rot-Schwarze ist natürlich auch sehr, sehr nice. Ja, komm, Blau-Gelb können wir mal rumlaufen. So, das haben wir jetzt auch gemacht. Jetzt lese ich noch, jetzt lese ich noch mal schnell in Dingsbums, in dem Tagebuch von der Kleinen. Was haben wir hier? Tag 16. Dieser Kerl. Ich mache seine dummen Jobs und dann versucht er mich aufs Kreuz zu legen. Ich habe ihn fertig gemacht und jetzt will er einfach, dass ich gehe. Aber andererseits kann er mich sowieso nicht dazu zwingen. Ich will auch so ein Bällebad haben. So ein Kissenbad. Schon lustig. So, das war der Subkornwald, Leute. Hä? Macht's gut, das war cool. Und? Hallo? Ah. Crime. Coole Sache. Alles klar, hier. Oh, hast du noch was zu sagen? Ja? Boop. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Part bei Hidden Time. Und dann machen wir das nächste, ne?